Ja, und der Stärke zahlreichster Hamster. Wir sollten die Boot seine wilde, wollige Wut vergessen. Ja. Bo kratzt ihnen die Augen aus. Behälter ist voll. Was ist denn da alles drin, was wir mal rausschmeißen könnten? Mal wieder. Ich warte. Keine große Herausforderung. Noch eine Identifikation. Oh, der ist ein bisschen besser. Dann gucken wir mal, was für Pfeile ihr hattet. Ganz normale Waffen, ganz normale Pfeile. Ist kein Wunder, dass die nirgends durchkommen. Ja, nun gut. Fragt nur, was möchtet ihr? Alle meine Sachen sind echt, das garantiere ich. Hab Dank, mein Fürstin. Anscheinend kann ein ehrbarer Händler die Straßenität hier nicht mehr passieren, ohne irgendwelchen Armeen oder Vagabunden in die Hände zu laufen. War mir ein Vergnügen. Wie wär's mit einer kleinen Belohnung für meine Hilfe? Nun, wenn ich euch erstmal getötet und euer Gold aus der Tasche gezogen habe, muss euch der Rest auch nicht mehr kümmern. Nein, war mir eine Ehre. Hier, nehmt diese Münze als Zeichen meiner Dankbarkeit. Jetzt habe meine Karawane zerschüttet, bin ich in gewissen Schwierigkeiten. Aber das ist immer noch besser als der Tod, möchte ich meinen. Und schließlich besitze ich ja immer noch den größten Teil meiner Ware. Dafür sind deine Leute tot, inklusive deinen Pferden. Jetzt wird es darauf ankommen, auf meine nächste Karawane zu warten und die Waren aus dem Fuhrwerk zu schleppen. Bis dahin werden aber noch ein paar Tage vergehen. Wenn ihr also etwas kaufen möchtet, wäre es mir eine Ehre, euch einen anständigen Preis einzuräumen. Entschuldigt bitte, wo sind nun meine Manieren geblieben? Ich bin Katis Alhessa, ein Händler auf der Durchreise. Normalerweise nehme ich die Straße durch Saradusch, aber wegen der Schwierigkeiten dort ist das nicht möglich. Ich bin überrascht, Fremde in den Sümpfen anzutreffen, ob es nun Soldaten sind oder nicht. Ich war selbst etwas ängstlich, diesen Weg zu nehmen. In Anbetracht der Geschichte dieser Sümpfe und all dem, aber ich hatte dennoch gehofft, den größten Ärger aus dem Weg gehen zu können. Angeblich soll es hier in der Nähe ein Tempel geben. Sich in der Nähe ein Tempel befinden. Wisst ihr etwas davon? Ich habe gehört, dass im Sumpf einmal ein Tempel gestanden haben muss, der dem alten Gott des Mordes Baal geweiht war. Zumindest bis zu seinem Tod. Als er starb, nahm er die meisten seiner Jünger mit in den Tod. Auch der Tempel bildete da keine Ausnahme. Man sagt, dass seine Priester und Meuchelmörder elend gestorben sein müssen und dass sie seitdem im Sumpf und Baals an den Tempel herumspuken. Auch Geist und andere Dinge scheinen dorthin gezogen zu werden. Es ist ein angsteinflößender Ort, mein Freund. An eurer Stelle würde ich mich dort nicht länger aufhalten als unbedingt nötig. Dann zeig mir mal deine Waren. Ah, natürlich. Wenn ich die Ladung ein wenig verringern oder vielleicht den einen oder anderen Wertgegenstand auflesen kann, dann könnte sich diese verheerende Reise am Ende doch noch lohnen. Bastardschwert plus 2 plus 3, alles plus 2, Katanas, Zweihänder, Dolche, Streitaxt, Speer, Hillebard. Kampfstäbe, Flegelstreitkolben, Komposit, Langbogen, 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 Pfeile, schwere Armbrust, leichte Armbrust. Immerhin könnte theoretisch leichte Armbrüste benutzen. Schleuder plus 3. Nö. Schleuderkugeln. Kauf mal 3 Stacks. Stärketränke. Schwarze Klinge der Verdammnis. Nö. Symbol Betäubung. Obsidianionstein. Plus 1 auf Konstitution. Den kaufen wir mal. Und die drei üblichen Behälter. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Müssen wir dann wirklich mal gucken, was mächtiger ist. Erzählt mir mehr davon. Wobei es mich echt wundert, dass weder der Konstitutionsstein noch der Ionenstein, der andere Ionenstein, was hier wir steigern. Sind
alles an Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt frohlocket. Also hier oben geht's eher nicht weiter. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Weil wir immer das Richtige tun und keine Leute ermorden. Ach, Herr Jemini. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganz Herzen. Das Gute wurde aufrechterhalten. Die Diener schon erledigt. Ja. Keine große Herausforderung. Okay. Ja, komm ruhig her. Haha, der Hirsch blockiert euch. Ja? Ganz ehrlich, bei euch habe ich kein ja? Problem, euch ein bisschen mehr zu foltern. Ich helfe, wo immer ich kann. Okay, okay. Hast du eigentlich auch einen Kettenzauber? Nö. Du hast dafür einen Todeszauber. Was kann ich tun? Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. So, ziemlich gut scheint ihm das nicht zu gefallen. Oh, da fällt mir ein, du könntest ja auch mal mitmachen. Auf geht's. Vita. So, viel hat er nicht ist mehr. Ist was los? Fragt nur. Okay, Finger des Todes ging ins Leere. Wenn er schon tot ist. Wenn ihr es wollt. Ich warte. Ja, natürlich. So, immerhin, gib mal den Edelsteinbeutel her. Ich habe hier eh zu viele Edelsteine, die weg wollen. Habe ich den Unverwundbarkeitstrank? Nö. Mann, passt in die Tanktasche viel rein. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Also die Tranktasche ist groß und der. Euer Wunsch ist mein Begehr. Mag das ja komisch vorkommen, aber tagsüber kann man wenigstens sehen, was auf einen zukommt. Kann man in der Nacht auch, wenn man ein Elf ist und die Frau Vision hat, Harry. Auf meiner Klingel steht euer Name. Ach, die sind wieder putzig. Die können einfach nichts.
geben auch nicht sonderlich viel Erfahrung. Auf meiner Klingel steht euer Name. Auf meiner Klingel steht euer... Oh. Der wiederum könnte böse sein. Da sollten wir aufpassen. Okay, der Schwarzbär attackiert. Auf meiner Klingel steht euer Name. Alles Mögliche. Zeit aufzubrechen. Auf meiner Klingel steht euer Name. Ja, nun gut. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Auf meiner Klingel steht euer Name. Meine Klinge steht euer Name. Ja, verstanden. Was möchtet ihr? Ich bin bereit. Auf meiner Klinge steht euer Name. Ja. Augen. Okay, der Magier Yagashuras ist nicht sonderlich stark. Ihr Gepäck ist... Das ist ein Stabspeer. Oh, der, ein Stabspeer, der gilt als Kampfstab. Waffenfertigkeit, Kampfstab. Damit hat sie jetzt einen ETW von 13. Damit hat sie einen ETW von 11. Okay. Passt soweit. Weil damit hat sie einen ETW von 7. Ja. Charakterbeschreibung. Magier Dieb, okay. Ich warte. Was immer ihr wünscht. Auf meiner Klinge steht euer Name. Eure Stunde wird noch kommen. Das macht Spaß. Was, wo? Ist die Frage, wo kommen sie durchgelaufen? Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Meines Menschen werdet ihr nichts tun. Eure Stunde wird noch kommen. Okay. Feuerriesen sind böse stark. Was aber auch zu erwarten war. Keine große Herausforderung. Stopp der Monsterherbeirufung. Und die drei beiden. Nun gut. Auf meiner Klinge steht euer Name. Auf meiner Klinge steht euer Name. Ich warte, was immer ihr wünscht. Ich freue mich, einen neuen Tag erleben zu dürfen. Hab allerdings das Gefühl, dass das nie meinen Augen wehtut, wenn ihr es wollt. Okay, es sind zwei wieder.
Wacht nur. Wacht hier, wacht schon. Schon erledigt. Das ist auch krass, die haben einen ziemlich hohen ETW, sonst könnten sie nicht durch meine, einfach so durch die Rüstung von Yahira und Talisa durchschlagen. Auf meiner Klinge steht euer Kreatur und nähre die Erde. Ich warte.